Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zunächst einmal einige Anmerkungen zur Unterrichtung durch die Landesregierung. Ihre europabezogenen Rahmenrichtlinien gipfeln in der Feststellung, dass die Orientierung an Europa unumgänglich sei, wobei Sie die Zielsetzung mit der Strategie des neuen Leitbildes Europa 2020 unterlegen. Bei Ihrer Feststellung, dass 1989, 1990 eine Zeitenwende darstelle, haben Sie recht, wenn Sie die ab dann erfolgte Halbierung der Geburtenrate meinen. In der Folge schwafeln Sie von der unumgänglichen europäischen Integration, gerade im Bildungsbereich. Sie verdeutlichen den sogenannten Bologna-Prozess und thematisieren die Feststellung des noch verhängnisvolleren Lissabon-Zieles. Mit dem sogenannten Lissabon-Prozess und der Strategie mit dem Titel Europa 2020 unterstreichen und untermauern Sie insoweit Ihre Europabegeisterung. Sie ignorieren eiskalt die Proteste der Studenten und Professoren gegen den völlig verkorksten Bologna-Prozess. Die Unterrichtung durch die Landesregierung trieft nur so von einer regelrechten Europatrunkenheit, wobei Sie natürlich nicht vergessen zu betonen, dass sich Mecklenburg-Vorpommern zu föderalen Strukturen Deutschlands bekennt. Ein solches Bekenntnis ist verräterisch, wenn Sie sich zuvor zu dem Ziel des Lissabon-Prozesses mit Europa 2020 bekennen. Es ist deshalb verräterisch, weil Sie in wesentlichen Teilen die Zuständigkeit für die Bildung, welche den Ländern nach dem Grundgesetz zusteht, an eine europäische Monsterbürokratie regelrecht abgetreten haben. Nur all dies passt nicht zusammen. Wer es noch nicht einmal vermag, in Deutschland insgesamt national einheitliche Bedingungen für die Schulausbildung bis hin zum Abitur zu schaffen, ist auf europäischer Ebene zum Scheitern verurteilt. Wer europäische Standards will, aber nationale Standards in der Bildungspolitik beharrlich ablehnt, kann keinen Erfolg haben. Wer glaubt, die deutsche Nation übergehen zu können und eine erträumte europäische Integration herbeisehnt, muss erst einmal sagen, was europäische Integration überhaupt sein soll. Aber das wissen Sie wohl selbst nicht so genau. Sie haben die Studiengänge mit Diplom nach und nach abgeschafft. Dies wird sich noch verheerend auswirken. Das merken Sie auch selbst. Ansonsten ist es nicht zu verstehen, dass SPD und CDU in ihrem Antrag zum Thema Eckwerte der Hochschulentwicklung 2011 bis 2015 feststellen wollen, dass gerade bei der Lehrerausbildung auf eine Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge zugunsten einer grundständigen Lehrerausbildung verzichtet werden soll. Einerseits postulieren Sie Europa 2020 als Ziel, um damit einen Antrag zu sagen, nein, nein, bei der Lehrerausbildung soll das aber nicht gelten. Was wollen Sie denn nun eigentlich? In dem aufgezeigten Fall widersprechen sich die Unterrichtung durch die Landesregierung und der vorgelegte Antrag der Koalitionsfraktion. Die grundständige Ausbildung an den Universitäten mit einem Diplomabschluss haben Sie immer stärker reduziert, nur um europäisch modern zu sein. Sie verschulen die Studiengänge, um es Ausländern einfacher zu machen, bei uns zu studieren. Gleichzeitig verlassen immer mehr gut ausgebildete Universitätsabsolventen Deutschland. Bei der Lehrerausbildung scheint Ihnen nun langsam klar zu werden, dass Ihre Europabegeisterung korrigiert werden muss. Eine solche Schaukelpolitik macht die NPD nicht mit. Sie müssen erst mal klar sagen, was Sie denn jetzt wollen. Entweder Bildungsziel Europa 2020 oder eine Bildungspolitik, die an deutschen hergebrachten grundständigen Zielen angerichtet ist. Beides zusammen ist nur schwer umzusetzen, aber das werden Sie noch früh genug merken. Der vorgelegte Antrag steht im Widerspruch zu der Unterrichtung durch die Landesregierung. Zu der Feststellung im Bericht der Landesregierung, dass seit 1990 sich die Geburten im Land halbiert haben, kann man nur sagen, dass dies das Ergebnis Ihrer völlig verfehlten Familienpolitik ist. Wer Politik nicht im Interesse des eigenen Volkes betreibt, versündigt sich an der Zukunft unseres Volkes. Sie betreiben eine Politik immer mehr orientiert an dem Wohl von Ausländern. So wollen Sie auch, ich zitiere aus dem Bericht der Landesregierung, Seite 25 oben, Zitat: Insgesamt soll der Anteil der ausländischen Studierenden und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, deutlich gesteigert werden. Zitat Ende. Genau das wollen wir nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren von den selbsternannten sogenannten demokratischen Parteien. Die zitierte Aussage aus der Unterrichtung der Landesregierung zeigt, was Sie wollen und was Ihr Noch-Genosse Sarrazin in eine griffige Formel gepackt hat.
Ja, der SPD-Spitzenpolitiker Sarrazin sagt, was sie an konkreter Politik auch im Bildungsbereich betreiben. Sarrazin sagt, Deutschland schafft sich ab. Man hat den Eindruck, dass genau dies das Ziel ihrer Politik ist. Und eine solche Politik wird von der NPD bekämpft. Das machen wir nicht mit. Erst sorgen Sie dafür, dass sich die Geburten halbieren, dann holen Sie massenhaft Fremde ins Land und jetzt wollen Sie an den Hochschulen den Anteil von Ausländern deutlich steigern. Aber es wird unruhig in Ihren Reihen. Werfen Sie Sarrazin, der das Ziel Ihrer verhängnisvollen Politik plastisch ausgeplaudert hat, ruhig aus der SPD aus. Es wird Ihnen nichts nutzen. Sie unterstreichen damit nur, dass es in der SPD keine Meinungs- und Diskussionsfreiheit gibt. In unserem Volk und gerade auch in Mecklenburg und Pommern wenden sich immer mehr Bürger von ihrer Politik ab. Uns Nationalen geht es auch in der Frage der Bildungspolitik um das Grundsätzliche, da sie ihre Politik der Umvolkung auch an den Universitäten rigoros fortsetzen wollen und sie bei der Lehrerausbildung selbst nicht wissen, was sie wollen, lehnt die NPD-Fraktion den vorgelegten Antrag ab. Mund zu.